Leute, was geht ab? Motoflow ist wieder back am Start mit einem neuen Video. Wir haben heute Ostersonntag. Heißt erstmal ein bisschen Spot, ne? Natürlich. Da muss ein bisschen Spot geballert werden. Ich hatte auf Instagram mal eine Umfrage gemacht zu Vlog-Themen, die ihr mal von mir praktisch hören wollt. Und da hat einer die Frage gestellt, ich werde es wahrscheinlich einblenden, wie ich zum Scooter-Tunen gekommen bin oder generell zum Rollerfahren. Ich glaube, das war sogar 487-Tuners. Die waren das. Das Ganze hat angefangen, ich glaube 2015. Bin ich noch zur Schule gegangen. Da bin ich einen Roller vom Kollegen gefahren. Und dann habe ich mir gedacht, Bruder, ich brauche unbedingt einen Führerschein. Und heute ist es auch wieder windig. Ne, ich hoffe, man versteht alles. Da habe ich mir gedacht, Digga, ich brauche unbedingt einen Führerschein. Und muss mir einen Roller kaufen. Dann habe ich mal geguckt, so was man, ich wusste gar nicht, was man bei der Fahrschule machen kann. Halt klar, Autoführerschein, ne? So Automotorrad. Und dann habe ich gesehen, ich wollte einfach das günstigste haben. Hatte ich damals noch so die ganz, ganz alten OGs. Die wissen, dass mein Kanal damals anders hieß und dass ich mit so Modellautos so Videos gemacht habe. Die sind aber alle mittlerweile offline, außer ich glaube eins oder so. Oder alle sind offline, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich dann die Mofa-Prüfbescheinigung gemacht, damals für 120 Euro. Und habe dann die hier Theoriestunden gemacht. Bin dann zum TÜV gegangen. Hab meine Prüfung bestanden und auch heute mal EXC500 am Spot. Sehr geil. Hab dann meine Prüfung bestanden und ich hatte schon zu Hause einen Rex-Roller stehen, den ich auch noch bis 2019, glaube ich, hatte ich den noch. Den hatte ich damals für 40 Euro gekauft. Mit Stand in der Anzeige, ist defekt, läuft nicht. Dann dachte ich mir so, gut, ne, kann man mal gucken, was da so dran ist. Dann haben wir den am Abend abgeholt für 40 Euro und am nächsten Morgen habe ich den Vergaser sauber gemacht und seitdem lief der. Ich habe nie was gemacht, nie. Motortechnisch, ich habe nur einmal eine Sportvario eingebaut, sonst habe ich nie was an diesem Roller gemacht. Also wirklich nie. Ja, und dann habe ich halt angefangen, ein bisschen mit dem rumzufahren, bla bla bla. Dann habe ich die Foxy damals in eBay gesehen und dachte mir so, die muss ich unbedingt haben. Die stand für 130 Euro drin. Ich habe den angeschrieben und habe sie dann im Endeffekt für 95 Euro bekommen. Hatte auch keine Papiere, habe mir dann eine Zweitschrift bei KTM damals beantragt. Und so bin ich praktisch zum Rollerfahren gekommen. Dann fing es natürlich an, ne, mit... ja, 25 ist scheiße. Keins meiner Moped lief jemals 25 km/h. Selbst die Foxy in Original lief 35 km/h. Voila. Bin niemals 25 km/h gefahren mit meinem Moped. Ja, und dann fing es halt so an, ja, ne, was kann man machen? Ein billig 70er gekauft, dann mal einen teuren 70er gekauft. Und ich sage euch ehrlich, den ersten richtigen 70er Umbau, den ich gemacht habe, war mit der gelben Aerox. Die gelbe Aerox, die es nie auf YouTube geschafft hat. Außer mal in einem Video von der CBR, da hat man sie mal kurz gesehen. Dann war sie aber auch schneller weg als gedacht, weil ich die dann gegen eine 50er, gegen die HM Moto getauscht habe. Ich weiß nicht, ob ich mit der HM jemals ein Video rausgebracht habe. Das war eh so die Zeit, wo ich
so mäßig nichts gemacht habe halt auf YouTube. Und dann zum Wheelies lernen. Ich konnte mit Stefan 1 bei gleich 1, den kennt ihr ja alle, ne? Der Roller Wheelie Meister, würde ich behaupten tatsächlich. Mit dem bin ich dann 3 Jahre rumgefahren. Ich konnte keine Wheelies. Ich bin immer nur mitgefahren, habe immer nur geguckt. Und ich wollte auch nie Wheelies lernen, so, weil ich hatte halt einfach Angst, hinten über zu kippen und alles kaputt. Und dann hatten wir ja den Container, der ja leider abgebrannt ist. Und da hatten wir dann eine Booster. Die war auch von einem Kollegen. Und mit der habe ich dann Wheelies gelernt. Und das ist ja jetzt meine Booster, die ich ja gerade am Aufbauen bin. Die ist ja mit abgebrannt. Ich würde mal sagen, wir fahren mal mit denen, ne? Wir drehen mal hinten. Catwalk kann ich mittlerweile jetzt auch. Ich habe ein bisschen geübt. Ne, falls ihr euch hier erinnert, ne, der Junge, der mit loser Sitzbank wuhlt. Ah, scheiße. Wo waren wir stehen geblieben beim Thema? Damit Stefan hatten wir die Booster. Und damit habe ich dann in 3 Tagen tatsächlich Wheelies gelernt. Voila. Und dann fing das immer weiter so an. Mit den Wheelies immer schneller zu werden, immer besser. Genau. Ja, jetzt sitze ich hier auf meiner Aerox und baller ein paar Wheelies. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch mal ein paar Catwalks. Und dann war es das auch eigentlich schon fast mit dem Vlog. Ich habe alles erzählt, was ich erzählen wollte, ne? Und wo kommt der? So. Und mit der Kiste. Überholen. Jawohl! Oh mein Gott! Da will ich nicht drin landen. Oh, das hat geil hier, ehrlich. Ballern wir nochmal einen Wheelie. Und hier an dem Windrad hier vorne haben wir die letzten die letzten Jahre im Sommer haben wir hier immer gechillt da oben am Windrad. Und dann hier unschwer erkennbar war das dann unsere Wheelie-Straße, aber die ist zu eng. Der Boden ist kacke, die geht so nach links und rechts runter. Deswegen haben wir uns nach da oben gesetzt. Also die Straße hier ist richtiger Müll. Oh, Junge, ekelhaft. Ja, Justin, okay.
Der ist auch behindert, Alter. Na komm. Ah, komm, ab aufs Hinterrad mit dir, Mann. Geht doch. Ja, hier muss man echt gucken, dass man mittig von der Straße bleibt, weil sonst kann es echt passieren, dass du hier zum Beispiel so da reinknallst und dann direkt bam, ab ins Feld mit dir. Das wäre tatsächlich nicht so schön. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr denn noch so von mir hören wollt. Und ich kann euch sagen, demnächst gibt es ein richtig geiles Projekt mit 1 Bike Live 1, also Stefan zusammen. Auf jeden Fall festhalten. Eventuell gehen wir uns das Projekt nachher sogar noch mal angucken. Wissen wir noch nicht ganz. Aber es wird auf jeden Fall sehr geil werden. Ah, doch noch hochbekommen. Ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Oh, schreibt mal in die Kommentare, was ihr noch von mir hören wollt, so am Blog-Themen. Glocke aktivieren hier in den Dingsbums. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut da rein. Ciao. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for.